Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anschluss 3 mit den FC Knorpelschaden 05. Ja, was soll ich sagen, ne? Also wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, warum die jetzt FC Knorpelschaden heißen. Ja, zwei Knorpelschaden in zwei Spielen. Wie gesagt, habe ich schon in der letzten Folge erwähnt, hatte ich noch nie. Ja, damit müssen wir jetzt auskommen. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge mal wieder drei Spiele gegen Wiedenbrück, SC Verl und MSV Duisburg. Ja, wird nicht einfacher, wenn sich immer mehr verletzen, ne? Wir hoffen mal, dass wir diesmal verletzungsfrei durch die Folge kommen. Hoffe ich mal. Wie gesagt, SC Wiedenbrück 14., Verl 15. Und wer war der andere Gegner nochmal? Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Duisburg. Duisburg steht auf Platz 10. Einzelgespräche, Termin haben wir auch. Krankengespräche, also Krankenbesuch haben wir auch. Ja, man wäre bereit, uns mit dem Vertrag zu verlängern. Ich warte jetzt erstmal bis kurz vorm Ende, falls da noch keine Angebote kommen für die nächste Saison. Deswegen, wir warten jetzt erstmal. Aber ja, mit dem Aufstieg wird schon schwieriger, ne? 7 Punkte Rückstand auf Erzgebirge Aue auf Platz 2. Dementsprechend, also da müssen wir echt reinhauen, ne? Damit das langsam besser wird. Fernandes ist da drin, ja, ne? Ja. So, Deutschland gewinnt 0-2, sehr schön. Die anderen, Österreich gewinnt 0-3, Dänemark 3-1. So, Deutschland ist damit auf Platz 2. So, Al Ahly kriegt erstmal ein Lob. Jurson auch. So, SC Wiedenbrück. So. CC, Maiolo. Monamé darf auch wieder spielen. Kommt mal für Keller rein. Ja, Dursun kommt für Iferdigo rein. Berisha kommt mit. Fischer kommt mit. Ja, machen wir so. Jan Delay tippt 1-3 für uns. Wie gesagt, wir brauchen jetzt mal endlich mal unbedingt einen Sieg. Wenn wir wirklich nur aufsteigen wollen, dann brauchen wir da Dingen. Ja, sehr gut. 0-1, Doso. So, damit gehen wir auch in die Halbzeitpause. 2-4 Chancen. Dursun kriegt auch ein Lob. Dann gucken wir mal, was in der zweiten Hälfte passiert. 1-1, Verkamp. Ja, ich bin eigentlich alle gut, ne? Elfmeter, ey.
Meine Güte. 2-1. Ja, ich habe das Gefühl, die Mannschaft. Machen wir das so. Der Mannschaft wurde echt den Stecker gezogen, ne? Das ist mein Gefühl gerade hier. Da klappt gar nichts mehr. Na, 2-1 verloren. 8 zu 4 Chancen. Bester Spieler Hüsing. Eieieiei. Bleiben auf Platz 5. Dursun und Cordes sind in der Elf des Tages. Ja, wurde uns der Stecker gezogen? Sieht so aus. Wir spielen als nächstes gegen Ferl. Bitter, bitter. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Montero hat sie im Training verletzt, Meniskus. Das ist mir, um ehrlich zu sein, egal. Er spielt ja eh nicht. So, Union Berlin verliert 0-2 gegen Tottenham und Dortmund verliert ebenfalls 2-1 gegen Real Betis Sevilla. Mir auch gewundert, wenn das positiv gewesen wäre. Die Dopingprobe. So. Ja. Genau, da haben wir die Besten auf dem Platz. Nee, doch nicht. Al-Ali kommt für CC rein. Ja. Vier, vier. Getippt. Boah, schade, ey. Also Chancen kriegen wir. Jawohl, 1-0, Fernandes. 1-1. Ja, die beiden machen kein gutes Spiel. Kann man jetzt so wirklich nicht so wechseln, ne?
Ja, 1-1, er gegen Ferl. 4-3 Chancen, bester Spieler war Marcel Benger. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Platz 6. Statt wir höher kommen, fallen wir eher ein bisschen runter. Das ist ja... Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit der Mannschaft genau los ist. Das ist... Weiß ich nicht. Fernandes ist in der Elf des Tages. So, Transfers. Igor Julio Santos de Paulo von Brighton and Hove nach Dortmund. Obafemi von Burnley nach Düsseldorf. Turner von Nottingham Forest nach Newcastle United. Ja, wir sind Level 1. Ich fass es nicht. Ja. Bittere Pille, würde ich mal sagen. Ne? Keller hat sich in Sachen Spielübersicht verbessert. Kopfball. Ja, Kopfball machen gerade viele, ne? Ja, 4 Stück, um ehrlich zu sein. Oder um genau zu sein. Ja, machen wir 4er Kette dann noch. Oh, ein Spiel haben wir in dieser Folge noch, Leute. Gegen MSV Duisburg. Hoffen wir mal auf den Sieg, ne? 88% Vorstandsvertrauen. Ja, ich sag mal so, die hätten ja Lust, mit uns zu verlängern, ne? Wie gesagt, da warte ich jetzt erstmal ab, ne? Zur Not. Also wenn, kann auch sein, dass wir den Vertrag auch verlängern am Ende. Und dann nächste Saison nochmal richtig komplett angreifen werden. Dass wir das dann so machen. Unser Kader steht ja soweit eigentlich auch für die nächste Saison. Ne, also Fischer und Co. haben wir ja alle noch. Ja, deswegen, ich werde da auch keine Verstärkung holen, so wirklich. Wie gesagt, wenn jetzt wirklich safe sein sollte, dass wir hier bei Dings bleiben. Ich habe ja noch hier den Ketzer. Ah, der wechselt schon. Ah, okay. Alles klar. Ja, zur Not, wir haben ja noch den Nel. Den würde ich dann wahrscheinlich nächste Saison hochziehen. Weil der ist ja 17, der ist ja jetzt erst 17 geworden. Dementsprechend kann man den auch nächste Saison noch hochziehen. Was haben wir denn hier? Hoffmann, Libero. Ja, so ein Libero, ne? Ah, wieder so ein Libero, ey. Großes Talent, ey. Können wir mal holen, auf jeden Fall. Jetzt noch einen Stürmer zu holen. Wir haben ja den Fernandes, Ifeadigo, Kid, Vendodur, so ein. Da können wir auch mal den Dings abwerben. Wir gucken mal ganz kurz. Der kann flanken, kann der. Okay. Der Libero, der ist 16. Der hat keine Fähigkeit zurzeit. Ja, den Nabuhane, den werde ich wahrscheinlich auch nächste Saison hochziehen dann. Genau, das werden wir wahrscheinlich dann so machen. So, wir gehen jetzt erstmal in die nächste Woche hinein. Und wahrscheinlich werden wir das dann so machen, dass wir... nächste Woche dann ein... Vertrag unterschreiben für die nächste Saison dann. So, alle gewinnen einen Motivationspunkt, weil man mit dem Co-Trainer darüber geredet hat, worauf er besonders achten soll. Sehr schön. So, Kleefisch. So, Duisburg. Wir spielen auswärts.
Wir haben ja auch noch einen Cilcene, ne? Ich hoffe, der verbessert sich auch echt stark. Na, müssen wir echt mal gucken. So, CC kommt rein. Maiolo kommt rein. Und ich glaube, Dursum kommt rein. Ja, machen wir so. So, wir spielen auf normal wegen Härte 6. Und wir spielen auf normal diesmal. Mal gucken. Ich denke mal nämlich, dass diese Saison nichts mehr mit dem Aufstieg wird. Und direkt einen Verletzten. Gerade angepfiffen, direkt verletzt sich der Ifeadigo. So, Fernandes mit dem 0:1, sehr schön. Stehle mit der Vorlage. So, wir führen 0:1, 3:1 Chancen für Duisburg. Also Duisburg macht eigentlich das Spiel. Aber wir machen die Buden. Das ist das Wichtigste. So, der CC, der kriegt ein Lob. Also hinten brauchen wir jetzt nicht mehr so viel machen. Du übernimmst die beiden Typen rechts. Du die in der Mitte. Und wenn die auf der linken Seite wieder mit drei Leuten angucken, die übernimmst du dann. Das reicht als Absicherung. So, Cordes. CC gegen Bacalords. Der Ball landet im Tor aus. Noch gelbe Karte für Barkley wegen üblen Foulspiels. 69. Minute. Soweit spielen die alle ganz gut. Also wechseln müssen wir da jetzt nicht unbedingt. Busch gegen Maiolo. Jetzt kommt Duisburg nochmal. So. Berisha kommt nochmal rein. Ansonsten würde ich jetzt alle so lassen. Oh, 1:0 gewonnen, 6:2 Chancen für Duisburg. Knöchelbruch bei Ifeadigo. Das heißt, ja, könnte auch wahrscheinlich die ganze Saison jetzt ausfallen. Bester Spieler war John Fernandes, der ja auch das Tor gemacht hat. Dementsprechend, ja, wir landen damit auf Platz 5. 5 Spiele sind noch. Das heißt, 15 Punkte sind noch zu holen. Das heißt, aufsteigen könnten wir noch. Ne? Das, aber ja, ob die Konkurrenz schläft, da müssen wir echt drauf achten. Lübeck gewinnt erstmal 0:3 gegen Bielefeld. Aue 0:4 gegen Oldenburg. Also Oldenburg ist auch abgesackt. Ne? Ja, da müssen wir echt mal schauen, Leute. Ne? In der Elf des Tages haben wir den John Fernandes, sehr gut. So, Transfers. Baumgartelwechsel von Schalke nach Hibernien FC. Dara Oshia von Burnley nach Bremen. So, Angebote kriegen wir eher weniger. Ja, ich weiß, dass nicht alle einen Vertrag haben für die nächste Saison. Das ist mir schon klar. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, dann machen wir das so. Wir gucken nochmal. Ja. Also die wollen uns immer noch haben. Weiter als Trainer. Ich glaube, wir machen auch in der nächsten Folge machen wir das so, dass wir auch dann einen Termin vereinbaren für die Vertragsverlängerung. Ja. Wie gesagt, also das Team ist eingebrochen. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Stimmung, Siegeswille ist 12, Stimmung 19. Also da passt eigentlich alles, ne? Respekt 8. Also so gesehen, Siegeswille, eigentlich passt das alles. Aber irgendwie kriegen wir das nicht auf den Platz so wirklich. Ich bin auch überlegen, ob wir auch mal hier das hier ändern, Taktik. Dass wir da vielleicht mal auf kürzere Passspiele gehen. Ne? Und ja, hier so Mittel, ne, lassen. Dann bin ich auch am Überlegen. Na, wir schauen einfach mal. Dementsprechend, in diesem Sinne, liebe Leute, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Das ist auch jetzt die letzte Folge meiner jetzigen Aufnahmesession. Also ich nehme an den Sonntag hier auf. Ne? Da wo die Folge, welche Folge ist da, wo die erschien? 22 oder so? Weiß ich jetzt nicht. Deswegen, das war jetzt die letzte Aufnahme der Aufnahmesession. Ich glaube, diese Folge kommt am... Da werdet ihr ja sehen. Da seht ihr ja dann. In diesem Sinne, wie gesagt, liebe Leute, das war meine Aufnahmesession von mir. Ne? Da. Ja, ist das Team eingebrochen. Sozusagen. Naja, wie gesagt, noch ist der Aufstieg möglich. Wir werden sehen, ob wir das doch noch am Ende schaffen oder nicht. Ich hoffe, dass wir doch das irgendwie noch schaffen. Falls nicht, dann müssen wir in der nächsten Saison nochmal angreifen. Diesmal mit noch einem stärkeren Kader. Mit einigen Jugendspielern und sowas, also die wir hochgezogen hatten, plus ein paar neue. Dementsprechend erstmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir warten es ab, ob wir das noch schaffen oder nicht. Seid gespannt. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.